Hallihallo ihr Lieben, heute habe ich einen kleinen, naja, IKEA-Hack ist jetzt schon fast übertrieben, aber eine kleine Inspiration für euch. Und zwar habe ich hier mein Kallax-Regal genommen und Rollen dran gemacht. Und wie ich das gemacht habe, weil ich auch keine Standardmöbelrollen von IKEA mal bekomme zum Kallax-Regal, habe ich es ein bisschen anders gemacht, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß beim Angucken! Für die lange Seite lasst euch am besten hier helfen, also hier über diese ganze Länge, weil wenn man das alleine macht, dann kann man die Folie nicht straff halten und die Folie ist ja aufgewickelt gewesen und wälzt sich dann halt. Und wir haben es dann so gemacht, wir haben so, also jeder hat ein Ende festgehalten und dann haben wir die Trägerfolie schon mal entfernt. Dann haben wir es nochmal beide ordentlich festgehalten und glatt gezogen und dann halt erstmal auf der Oberseite aufgeklebt, dass man hier die Oberseite schön hat. Und dann schlägt man es um und macht die Unterseite auch noch fest. Also das ist im Endeffekt alles ein Stück Folie, wo man dann rummacht, damit es halt nicht so leicht abgeht. Als nächsten Schritt geht es dann eben darum, die Markierungen einzuzeichnen für die Rollen. Und da hat man, also habe ich zumindest jetzt mich für 10 Stück entschieden insgesamt, also pro Seite 5. Und die zeichne ich mir jetzt erstmal an. Dann bohre ich ein bisschen vor und dann nehme ich selbstschneidende Schrauben, um es zu befestigen. Ich lege mir das dazu hier hin. Also natürlich schaue ich erstmal, dass ich es gleichmäßig verteile über die Länge, dass es halt schön aufliegt, damit wirklich auch die, also das Gewicht sich gut verteilt. Ich habe es jetzt gar nicht direkt ausgemessen, sondern einfach nur so nach Augenmaß. Ich glaube, es geht jetzt auch nicht so ganz genau um den Zentimeter, sondern dass man halt diese 5 Stück pro Seite unterbringt. So, dann könnt ihr hier eure Rolle nehmen und legt die halt auf. Ich habe jetzt geguckt, wenn ich es in der Maximallänge hier gedreht habe, dass er ungefähr halt mit der Kante hier dann abschließt. Ihr könnt es auch ein bisschen rausgucken lassen, dann ist es wahrscheinlich tendenziell kippsicherer, aber ich denke, das reicht für meine Zwecke von der Stabilität her. Außerdem habe ich ja auch 5 Rollen. Gut, ihr könnt es drehen und dann im Endeffekt mit dem Bleistift einfach anzeichnen. Wenn ihr es euch hergelegt habt, zeichnet es an, dann festhalten, hier das bisschen drehen und dann die anderen Seiten auch noch anzeichnen. So, also als nächstes bohre ich vor. Dafür reicht der Akkuschrauber aus mit einem entsprechenden Bohreinsatz. Und ich habe hier 2,5er Stärke. Meine Schraube ist dann eine, die nicht. Eine 4 mm x 16 mm Schraube, um das hier dran zu machen. Und später habe ich dann längere Schrauben, weil da muss ich ja das Brett, also dieses Rollenbrett, mit dem Kallax-Regal verbinden. Ein Hinweis noch,
Damit ich nicht meine Platte durchbohre, habe ich mir hier eine Markierung gemacht. Ich brauche hier auch nur 16 mm und das hier wären jetzt schon 18 und meine Platte ist 2 cm dick, damit ich nicht zu tief bohre. Ist dieser Teaser als Hilfestellung ganz gut. Wenn es euch jetzt beim ersten Mal so geht wie mir, weil ihr den falschen Bohrer erwischt habt. Das hier ist extra einer für Holz. Der hat hier noch so eine Spitze dran, damit man nicht körnern muss. Und ich habe den ganz normalen erwischt, der halt hier stumpf ist und bin natürlich abgerutscht. Und jetzt stimmen meine Einzeichnungen nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt hier einfach die zwei Seiten schon mal festgeschraubt. Und werde hier entsprechend ohne das Vorzeichnen, hier sieht man noch ganz leicht, wo der Kreis war, so dass es nicht mehr so richtig trifft. Ohne das Vorzeichnen werde ich da jetzt einfach halt einfach jetzt direkt bohren, wo halt hier jetzt frei ist. Und da gibt es nämlich auch noch Tricks. Ich meine, der Bohrer ist jetzt lang genug, aber es gibt auch so Aufsätze. Ich zeige euch das mal hier, weil zum Festschrauben dann würde ich hier hängen bleiben, wenn ich direkt, weil das hat ja eine gewisse Höhe. Und da komme ich natürlich jetzt, wenn ich so, nicht mit dem Gerät, da würde ich da anstoßen, da komme ich nicht hin. Und dafür gibt es eben diese Verlängerungen. Die sind ja normalerweise bei jedem Standard-Handschraubenschlüssel-Set mit dabei. Das habe ich jetzt einfach geschnappt und verwende ich. Beim Bohren brauche ich es, glaube ich, nicht, weil da, der ist ja dünn, also da müsste ich vorbeikommen. Ja, das sieht gut aus. Erstmal hier ein bisschen platzieren und dann. Kann ich schon nicht zu tief bohren, weil ich dann eh anstoßen würde hier. Ja. So, dann mal wieder raus. Und nach diesem Prinzip mache ich jetzt die anderen auch. Also wenn ich nicht verrutscht bin, muss ich es natürlich nicht schon vorher festschrauben. Aber immer wenn ich verrutsche, schraube ich eine Seite schon mal fest und setze die anderen Bohrlöcher dann. Das kann man auch prinzipiell so machen. Wenn man halt nicht anzeichnen will, dann kann man es auch so machen. Dass man einfach erstmal eine Seite, nur eine Markierung macht, bohrt die fest und macht dann bei den anderen gleich die Bohrlöcher. Durch diese kommt man ja durch mit dem Bohrer. Genau. Wenn ihr das IKEA-Regal aufgebaut habt, soweit komplett fertig, dreht es auf den Kopf, also dass praktisch der Kopf da unten liegt, also die Oberseite da unten ist und der Boden da oben. Und dann nehmt ihr praktisch das Board mit den Rollen, das wir gebaut haben, und legt es oben drauf. Tut es auch schon mal austarieren, damit ihr dann, wenn ihr die Löcher bohrt, das gleich an der richtigen Stelle habt. Und ich mache jetzt immer zwischen zwei Rollen, mache ich hier ein Befestigungsloch und ich schaue immer, dass ich in dem Rahmen hier lande, wo ich noch die meiste Materialstärke habe, weil das meiste ist ja Hohlraum, bloß der Rand hat ja ein bisschen Material. Ihr merkt es auch beim Bohren, wenn gar kein Widerstand da ist, das ist eine schlechte Stelle, dann macht man vielleicht noch mal ein paar Zentimeter woanders. Also ich werde jetzt immer hier so in die Mitte dann Bohrlöcher setzen und dann mit den selbstschneidenden Schrauben das alles verbinden. Sobald ich zwei von diesen Schrauben gesetzt habe,
werde ich jetzt dann erstmal die ganzen Löcher bohren, weil mir das jetzt ja nicht mehr so leicht verrutschen kann. Wenn ihr dann alle Schrauben angebracht habt, das sind insgesamt 10 Stück, dann lasst euch beim Umdrehen von jemandem helfen, weil das muss jetzt auf seine Füße. Ja, wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr die natürlich hier schön durch die Gegend rollen, wie ihr wollt, positionieren und entsprechend überlegen, wo ihr ihn haben wollt. Ein ganz wichtiger Hinweis, ich habe halt jetzt den ganz hohen mit den 4 Fächern in der Höhe. Also ich würde es euch nicht empfehlen, wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt. Weil wenn man da jetzt reinkrabbelt, wenn man da dran krabbelt, dann kann das Ding halt schon kippen. Also klar, wenn es jetzt richtig voll ist und unten was drin, aber ich, wie gesagt, ich würde es euch echt nicht empfehlen. Ich kann es jetzt an der Stelle machen, weil ich habe keine kleinen Kinder, die da drin rumklettern und die Katzen wird es aushalten. Die würden jetzt da nicht runterfliegen, weil es ist, also so labil ist es auch nicht, aber wie gesagt, wenn jetzt jemand drin rumklettert, ein Kind oder so, das glaube ich nicht, dass das gegen Kippen aushält. Deswegen sind die wahrscheinlich auch nicht mehr im Sortiment, diese Rollen, weil es gab ja mal eine Zeit lang, also jetzt, ich habe ja ein eigenes Konstrukt gebaut, aber es gab mal so extra IKEA-Rollen für diese Kallax-Regale und es steht auch in der Bauanleitung drinnen, auf gar keinen Fall für diese hohen verwenden, nur für die bis hier halt, also die zwei Reihe, ne? Also zwei Würfelhöhen, weil, wie gesagt, das kann halt kippen. Die empfehlen es halt dann trotzdem an die Wand festzumachen. Könnte man natürlich auch, dass man sagt, jetzt hat man die Position gefunden, dann schraubt man es halt an einer Stelle fest. Aber ja, ich würde die Rollen nur dran machen, wenn ich jetzt keine kleinen Kinder habe, die da irgendwie hochkraxeln und sich da verletzen können. Das wäre mir dann auch zu gefährlich. Ich meine, ich werde unten Papier reinmachen, das wird dann auch ein bisschen schwer, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so leicht umfallen können. Aber es ist halt immerhin trotzdem 1,50 Meter hoch und rollt halt durch die Gegend, ne? Von daher, ja. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ist für den einen oder anderen vielleicht auch ein schöner Anreiz, gerade wenn man sich immer nicht entscheiden kann, wenn man die Möbel stellt. Und ich habe jetzt zum Beispiel ganz viele Fensterfronten. Ja, ihr seht jetzt Reflexion. Ganz viel Fenster und da will ich natürlich jetzt auch keine Regale vor die Fenster stellen, die dann irgendwie festgefranst sind. Und trotzdem will ich irgendwie Stauraum haben und dann dachte ich mir, ist das mit den Rollen eine ganz gute Variante. Jo, vielen Dank fürs Zugucken und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!